So und damit, hallo und herzlich willkommen wieder zu Skyrim, die Special Edition. Wir waren ja stehen geblieben beim Ötztor-Zügelgrab, waren ja gerade reingegangen und wir erkunden das Ötztor-Zügelgrab einfach mal. Hier geht's nicht weiter. Ach ja, das ist schon einige Tage wieder her, seitdem ich Skyrim gezockt habe. Hab ein bisschen vorproduziert die beiden Folgen und ja, mal gucken, also ich muss mich jetzt wieder hier reinfinden. Aber das dürfte eigentlich gar nicht allzu schwer sein. Und ja, also wir müssen mal gucken. Ist auf jeden Fall ganz interessant hier. Mit der neuen Version von Skyrim da hinten. Wartet einer, das zu spielen? Hi! Yay, Level 3. Sehr gut. Denn ich weiß schon, wo drauf ist das. Aua, der macht ein bisschen viel Schaden. Merke ich mal gerade so. Sehr gut, den haben wir. Das Rätsel kenne ich. Ja, das ist aber auch nicht so schwer. Sag schon, wir sind ein Level abgekommen, deswegen setze ich auf Ausdauer, weil ich will ein bisschen länger rennen können. Und wir setzen dann, muss ich ja hier mitmachen, stimmt. So, wir setzen auf einhändig wieder, okay, machen wir. Und zwar, ja, 25% weniger Ausdauer für mächtige Angriffe, warum nicht? So, und zwar ist hier ein Hebel. Der bezweckt, sofern jetzt es falsch ist, kommen irgendwo Pfeile raus. Ich habe keine Ahnung wo. Jedenfalls Giftpfeile. Sofern das dann richtig ist. Wir nehmen die Fackel da mal mit. Sofern das richtig ist. Ich komme hier nicht dazu, das zu sagen. Öffnet sich halt das Tor da. Und zwar haben wir hier drei so eine Symbole. Einmal ein Adler, Delfin, glaube ich, und noch ein Adler. Hier sehen wir eine Schlange. Jetzt muss ich gucken, wo die anderen sind. Eine Schlange. Da oben ist noch eine Schlange und ein Delfin. Also müssen wir da eine Schlange einsetzen. Schlange, Schlange und Delfin. Perfekt. Jetzt ziehen wir den Hebel. Tada! Ich bin clever. Ich habe aber echt null Plan mehr gehabt, wo die waren. Ich weiß bloß das. Da wusste ich nichts. Hier oben noch was? Ja, ein Traubertrank der Heilung. Da ist eine Truhe, sehr gut, da geht es runter. Ich habe null Plan mehr, ne? Ich weiß bloß noch die Kammer da, wo der... Ich sag mir jetzt, wieso wohl jemand auf uns wartet. Lesen, Taschendiebstahl verbessert. Okay, nein, so. Trank der Heilung wieder neben, ist hier rechts, links eher gesagt noch was. Da ist die Truhe haben wir schon, oder? Ja, die Truhe haben wir schon, ich weiß, ich bin dumm. Damit geht das... Tor wieder runter, das wollen wir nicht. Gehen wir mal die Treppe runter. Oh! Skiva, hi! Tschüss, da ist noch einer. Lol, ich habe perfekt hingeschlagen. Da ist noch einer. Oh Gott. Perfekt. Sieht ein bisschen sehr arg nach Spinnen aus hier. Schwaches Gift der Lähmung, nehmen wir mit. Man weiß ja nie, wenn man es brauchen kann. Ich höre hier jemanden. Ich höre hier jemanden. Da ist ein Skelett. Nehmen wir die 4 Gold mit. Wie viel Tragelast haben wir? Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf Objekte so. Von 305, okay, passt. Hier kommen wir nicht durch. Müssen wir zerschlagen. Richtig. Ach, hi, du warst hier. Okay, stimmt. Nehmen wir doch mal alle direkt mit. Hier so in den Ohren rumlungert. Hi! Perfekt. Ein bisschen bewegen, dass sie uns nicht dauerhaft erwischt. Perfekt. Aua! Aua! Ich nimm lieber mal einen Trank. Bevor es wirklich scheiße ausgeht hier. So, das müsste reichen. Perfekt. So, jetzt haben wir die Frostbissspinne auch besiegt. Frostbissgriff brauchen wir nicht und hat ein bisschen sehr wenig Material, also Wert an sich. Ist da unten jemand? Ach, da! Hier drüben! Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch.
Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Gib mir zuerst die Klaue. Sieht so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Okay, alles klar. Aber das, was wäre passiert, wenn wir den nicht erschlagen hätten? Oh, ein Schwert mit plus 1 Schaden. Nice. Nice, 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 nice. Rüsten wir direkt mal aus. Hä? Ah, cool. So war das. Aber wieso steht da plus 1 Schaden? Ich verstehe es nicht. Die können wir durchsuchen. Sehr gut. Da ist noch ein Seelenstein. Richtig. Ist hier sonst noch irgendwas? Ne, wenn dann die Ohren nochmal durchsuchen hier. So. Wir machen jetzt wieder so 30 Minuten Parts. Wieso vibriert die ganze Zeit mein Handy? Ich verstehe es nicht. So, machen wir kurz mal Vibration aus. Perfekt. Was ist hier hinten? Was lauert hier noch? Hallo? Hallo? Ich sehe doch da jemanden rumliegen. Achso, durchsuchen. Okay. So, der lebt nicht. Da, 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 da. Nein, nicht schleichen. Hinter. Perfekt, den haben wir. Da kommt der nächste an. Aua. Ogre töten. Da kommt direkt der nächste an. Perfekt. Und bam, weg mit dir, ey. Schön im Hals reingekattet. Dann gucken wir uns erstmal nach Reihenfolge die an. So. Dann gucken wir mal hier. Nehmen wir das Gold. Perfekt. Nein, den wollte ich nicht mitnehmen. Aber wie ich gesehen habe, der hat ein altes Nordschwert gehabt, was besser ist. Soweit ich jetzt das entziffern kann. Weil, wenn du mal so siehst, gehen wir mal auf Waffen. Das hat nämlich 9. Und das hat 11. Dann nehmen wir doch die lieber. Weil das sind auch Schwerter und die machen bloß mehr Angriffsschaden. Ich sehe es. Hi! Dann meiden wir mal. Warte mal, da lag da hinten einer, oder? Der. Hier lag da nach oben einer, da, würde ich da sagen. 12 Gold, lassen wir uns nicht entgehen. Nutzen wir. Schön außenrum um die Falle gehen. Da liegt da noch einer. Oh, ein Ruheloser sogar. Geil. Hui. Einhändig verbessert auf 27. Sehr gut. Wir sind jetzt schon bald Level 3. Ich mache aber lieber mal auch mit einem Eisenschild spielen. So. Ist mir irgendwie lieber, weil den kann ich mir immer noch verteidigen. So. Gucken wir uns den mal an. Okay, der lebt auch. Und gut, dass die immer nicht so schnell erwachen. Ich habe da noch jemanden gehört. Ah ja, da ist er doch. Und weg mit dir. Komm schon. Sehr gut. Da kommt der nächste an, ich gehört. Hi. Oh, ein Bogenschütze. Cool, hi. What the f... Alles klar, Mann. Ich hab da eben null durchgesehen. Perfekt, perfekt. Einen Bogen brauchen wir jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Ich spiele nicht so gerne mit Bogen. Haben wir den schon durchsucht? Ja, haben wir den da durchsucht. Besseren Helm. Nice. Den... Doofer Kienhelm. So sieht. Das ist doch der Helm, der in Dingens genommen wird, oder? Wenn ich jetzt mich hier hin so hinstelle. Das sieht so bescheuert aus mit der Echse, ne? Gehen wir mal weiter. Wo waren wir? Da müssen wir rein. Da oben ist eine Kiste, Leute. Das wusste ich auch nicht. Lass mich da hoch, danke. Lehrlingsschloss. Okay, wusste ich gar nicht. Das habe ich nie beachtet gehabt. Nee, nein. Nein. War schon so richtig? Ja, war es, lol. Weiter. Nach links war es nicht, also nach rechts. Hier. Perfekt. So läuft es doch. Gold genommen, Eisenpfeil und Gold nochmal. Nee, warte mal, was waren da noch? Keine Ahnung, Mann. So. Schnell durch hier. Aktivieren. Hört es denn auf, oder was? Nice. Ne, das wusste ich auch nicht. Ich habe null mehr im Kopf, weil das ist schon ewig her, seitdem ich Skyrim wirklich nochmal so richtig gespielt habe, die Kampagne und so. Weil ich habe nämlich bloß den Account gespielt, wo ich schon so gut wie durch war.
Und da noch ein paar Drachen abgeschlachtet ab und zu, aber mehr habe ich auch nicht gemacht. So, das hier habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Da hinten steht jemand. Können wir das anfackeln hier? Ich sehe da schon einen Topf hängen, das weiß ich auch noch. So. Lösen wir mal den Topf aus. Wie lösen wir den aus? Aua. So, den schlachten wir mal schön ab hier. Der ist tot und der ist auch tot. Da kam mein Vater kurz rein, deswegen musste ich einen kleinen Cut setzen, aber das sollte wieder nicht stören. Sind wir schon gewohnt, ne? wir müssen genau hier lang. Deswegen habe ich da einen kleinen Cut reingesetzt. Habe ich gar nicht so mitbekommen, wo er reinkam und habe einfach weitergeredet. Müssen wir jetzt hier lang? Ich glaube. Hier kamen wir auf jeden Fall nicht her. Das ist ein... Bin ich eigentlich sogar safe? Ja, hier kamen wir nicht her. Ach du Scheiße. Komm, sterb bitte. Danke. Ach, mir juckt der Rücken. Eine Truhe, Eisenpfeile und Gold. Kann ja nicht schaden. Amethystgold. Wo muss ich jetzt hin? Ah. Perfekt. Das Wasser sieht nicht schlecht aus. Hat jetzt auch einen anderen Effekt bekommen, wie der aufprallt sozusagen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich erinnere mich nur düster hier dran. Ah, das ist doch... Das ist die Höhle, die ich meine. Ist es die? Ich habe keine Ahnung. Wie geil die aussehen, ne? Wenn ihr mal die im Original, sage ich jetzt mal, im Original Skyrim gesehen habt, ne? Das ist ja eigentlich auch hier so ein Original plus Reshaded, ne? Dann sahen die so halt von grottig schlecht aus, die Pilze. Und jetzt im Gegensatz zu dem sieht das echt gut aus. Truhe schon wieder. Ja, bessere Rüstung. Und dann nochmal Frostresistenz kann ich natürlich mitnehmen. So, gucken wir mal hier runter. Soll ich da runterspringen? Jetzt erstmal die Kleidung anziehen, Eisenstiefel der Frostresistenz und ich habe gesehen, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Setze ich nochmal auf Ausdauer, sodass wir immer mit Gesundheit und Ausdauer fast gleich auf sind. Gesundheit immer ein bisschen mehr als Ausdauer, aber sonst gucken wir mal. Wieso kommt jetzt hier die Musik? Das kann ich nochmal? Ja, Mann. Nice. Nochmal 20% mehr Schaden mit einer Hand. Nice. Nehme ich immer wieder gerne an. Umso schneller schlachten wir die ab. Ja, das macht sich deutlich bemerkbar. Bleib doch mal stehen und rutsch mir nicht hier weg, ey. Ganz ruhig, Madame. Stimmt, so kann ich die nehmen. Richtig. So. Ich habe hier irgendwas gehört. Alter, das sieht so geil aus. Ohne Scheiß, ey. Boah, das ist ja himmlisch. Ist hier unten was? Ja, ein Skiver mit einem Skelett. Und eine Truhe. Und noch ein Skelett. Ach, mit einem Novizenschloss, ey. Kriegt doch nie auf, ey. Nie im Leben kriege ich das auf, ey. Das ist schlimm. Perfekt. Page, die wir brauchen wir nicht. Hat sich eigentlich so gut wie gar nicht gelohnt, außer für Gold ein bisschen. Und vielleicht für ein bisschen Dieb- oder Schlösserknacken-Kunst. Für den Skill. Hallo? Wo geht's hier denn hin? Hallo? Leintuch nehmen brauche ich nicht. Perfekt. Och, nicht der ruhelose Droger. Das weiß ich gar nicht, was das ein ruheloser war. Hier schön in der Kammer drin. Guckt euch an, wie viel Schaden der macht, Mann. Junge, reiß dich zusammen, du ruheloser Droger, Mann. Geht doch, ey. Geh weg, Alter. Kloppt, das hackt bei dir, Mann. So, nee, ich würde auf Magie gehen. Denn wir haben ja aktive Kräfte. Brauchen wir nicht? Kräfte wollte ich da wohl mal. Favorit hinzufügen. Mit Mausklick 2 machen wir das, oder wie? Wie setzen wir sowas ein? Q? Nee, doch. Da, Q. E ist auslösen, oder wie? Erst Waffen wegstecken? Nein, warten will ich nicht. Ah, so kann man auch rauszoomen. Ah, lol. Ey, das ist ja voll interessant, so zu spielen.
Das wusste ich gar nicht. Komm, gehen wir mal da rein. Ich spiele jetzt mal ein bisschen so, denn das sieht ja mal mega geil aus so. Das ist ja mal komplett anderes Spiel, wenn du so spielst. Aber du siehst ja nicht mehr alles so gut. Alte Scheiße, ist das geil so. Wie setze ich sowas ein? Nee. Wir spielen so. Da gehe ich jetzt nicht so durch. Schnell. So. Hier sind sehr ach, da ist da einer, wollte ich sagen. Hab mir erstmal den ohne Gegner angeguckt gehabt, so ganz locker. Komm, löst die Scheiße aus, danke. Aua. Ich war's nicht. War nicht so geplant, nee. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es nicht so geplant war? Glaube nicht. Dann auf ein neues, würde ich mal sagen. Auf ein neues. Dann machen wir so nicht, aua. Wie setze ich das zur Hölle ein? Warte mal. Steuerung. Springen, Schrei macht Y. Okay. Y. So. Guckt euch an, wie schnell wir regenerieren. Ist ja mega geil, die Fähigkeit. Komm mal her. Komm mal her, Droger. Komm. Du kannst mich hauen, wie du willst. Ich regeneriere das Todes schnell. So, dann ist da kommt der nächste direkt. Perfekt, der ist weg. Das sah cool aus, das Gesicht. So, wir regenerieren. Wir sehen leuchtend aus. Wir sehen leuchtend schön aus. Das sieht wirklich mega geil aus von den Effekten her. Wie löst man das sonst aus? Wie lange hält denn die Regeneration wieder an? 60 Sekunden. Das sind 60 Sekunden. Wie lange sind denn 60 Sekunden, Mann? Das ist ja mal übelst OP, Alter. Habe ich eine gute Wahl getroffen. Habe ich eine gute Wahl getroffen mit dem... Mit der Eidechse. Ich weiß nicht, wie der heißt. Argonia? Bin mir aber nicht sicher. Hier liegt nichts. Hier liegt nichts. Und hier ist auch nichts. Sehr gut. Und schnell zurück. Oh Gott. Guckt euch jetzt die Regeneration an und ging eben. Bisschen anders, würde ich sagen. Bisschen anders ist es ja. So. Hui. Wir lassen die Töpfe einfach da hängen, wenn sie hier hängen bleiben wollen. Eisentür öffnen. Ah, stimmt, so war das. Hier müssen wir die goldene Klaue einsetzen. Aktivieren. Hier sind Symbole. War das nicht so? Warte mal. Objekte, sonstiges. Goldene Klaue. Und wir gucken uns die mal etwas genauer an. Da ist ein Bär drauf, ein Schmetterling und eine Eule. Bär, Schmetterling, Eule. Muss hier die Eule hin? So war das schon wieder. Leicht aussehen. Da muss ein Schmetterling hin und da ein Bär. So, eins weiter. Bär, Schmetterling, Eule. Perfekt. So. Eingesetzt. Gibst du mir wieder bitte eine Anke. So. Jetzt geht's auf, richtig? Ja, so war das. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 20 Minuten. Also ich schneide davon ungefähr 30 Sekunden raus wegen meinem Vater. Aber ja, ich sag mal, wir nehmen wieder so 30 Minuten auf. Dann passt es. Ist hier was drin? Nee. Ah, hier ist die Halle, die ich meine. Das Wasser sieht so einfach so geil aus. Es tropft einfach von der Decke hier rein. Das sieht man auch schön. Hallo. Hier ist der erste Schrei. Das müsste unerbittliche Macht.
So hieß es, genau. Ja, sehr gut. Beim Profi. Hi! Höherer Drogerfürst, hi! Du wirst mich platt machen, ich weiß! Magie, Kräfte, Schreie meine ich natürlich, Sir. Ach, ich kann den nicht mehr machen. Einsetzen, weil ich brauche deine Drachenseele. Für so war das, stimmt. Lol, ich dachte, der war schwerer. Ich hatte den irgendwie viel schwerer in Erinnerung, aber da seht ihr mal, wie lange das her ist. Ein Drachenstein. Den brauchen wir sogar. Wollen wir die... Ist ein Zweihand. Nee, nehmen wir nicht. Hat die viel Wert? Nee. Jetzt ist wieder was fertig bei meinem Handy. Ist hier irgendwie was? Ein Seelenstein. Den nehmen wir doch gerne noch mit. Und eine Truhe. Ah, die habe ich fast übersehen. Ist ja fast komplett übersehbar. Das ist genau die Rüstung, die ich anhab, oder? Warte mal, wie viel hat meine jetzt gerade? Warte mal. Warte. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Die Eisenstiefel ist klar, dass ich die schon habe. Aber wenn ich jetzt die angucke... Ja, die haben genau viel, gleich viel. Okay. Was sieht besser aus, ist die Frage, ne? Das? Oder das? Oder das? Ich nehme das. Sieht irgendwie fresher aus für den... Für den Argonia hier. Jetzt müssen wir nämlich, das weiß ich auch noch, hier hinten raus. Wenn ich mich nicht irre, geht's hinten raus. Ja, da zeigt ja eigentlich auch der Pfeil hin, also von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier hinten rausgeht. Müsst ihr mal bedenken, wir sitzen jetzt hier schon 20 Minuten im Erdstuhl-Zügelgrab. So schnell vergeht die Zeit, ey, das ist krass. Das ist wirklich krass für mich. Da ist noch eine Truhe, perfekt. Dietrich Gold, Zaubertrank. Da liegt noch ein Totenschädel, rote Berg. Wir nehmen die Blumen mit. Die sind, glaube ich, für einen Braun später gar nicht so schlecht. Okay, da können wir nicht mehr hoch. Nicht mehr hoch. Und wir gehen wieder nach Himmelsrand raus. Das sind die Dwemer. Die alten, längst ausgestorbenen Dwemer schufen unzählige Gerätschaften. Toll. Die Ladezeiten sind einfach bei meinem Computer zu schnell. Da kann man nicht lesen, Mann. Danke. Oh Gott. Da unten liegt ein Mammutschädel und so was alles. Hier Skelette von Mammuts. Das sieht einfach so krass aus im Gegensatz zu früher. Alleine diese Lichteffekte, Alter. Das sieht mega krass aus. Das sieht einfach komplett anders aus. Alleine dieser Schimmer. Das ist krass. Komm her, Fuchs. Komm her, Mann. Perfekt. Ich will nämlich dein Fell haben, lieber Fuchs. Hallo, danke. Oder dein Pelz halt. Weil, da wird raus, kann man wieder Leder erstellen und schmieden. Da hinten leuchtet ein Stein ja schön. Gehen wir mal hier runter. Da vorne rennt ein Kaninchen rum, oder eher gesagt ein Hase. Begegnen hier wir hier irgendwie Feinde. Nee, ich meine natürlich begegnen. So. Gucken wir mal. Feinde, Wölfe, hallo. Alter, das sieht einfach so idyllisch aus hier. Das sieht wirklich so richtig schön jetzt im Gegensatz zu früher aus. Früher bist du einfach lang gerannt, das war Nacht, das war einfach ohne so Lichteffekte, das war null sowas hier. Das sieht einfach so krass aus, Mann. Das sieht einfach so schön aus. Ich kann es in jeder Folge bloß wiederholen. Es ist einfach so schön. Und dieses Gras, ne? Wie hoch aufgelöst die Scheiße ist, Mann. Da vorne ist ein Häuschen. Ist es das Häuschen, was ich kenne? Ja, das ist es sogar. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Hä, hey, was fehlt hier eigentlich? Es ist so schön, Besuch zu haben. Schließen wir mal den Keller auf. Die sieht uns ja eh nicht. Von daher können wir die einfach wagen und reingehen da. Schlösserknacken verbessert. Hier ist noch ein Dingens. Hier ist das. An dieses Brief. Helgi, Liebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch die Macht in eurem Blut pulsieren.
Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nach ihr greifen. Sagt euch los von euren Jungen und kommt, lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir einen richtigen Zirkel bilden und dann kann eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Da liegt noch was zum Zaubern. Perfekt. Schälen von Fass, was ist denn da drin? Mora Tapinella, nee. Kann ich hier sonst noch irgendwas gebrauchen? An sich sehe ich jetzt gerade nichts. Da ist ein Trankmischerbeute, Drachenbaum, das nehmen wir mit. Das könnten wir wirklich gut zum Arcana Verzauberer, das brauchen wir noch nicht, ne? Tap, ne, brauchen wir erstmal nicht, ne, ne. So, machen wir später noch alles. Hi. Das liegt ja eigentlich im Misten. Ja, das war klar, dank dem, dass es sich verbessert. Oh Gott! Die greift mich an! Wieso? Die hat doch nichts gesehen, Mann. Ha, hab ich mich eben erschrocken. Holy shit, hab ich mich eben erschrocken, dass sie mich angreift. Weil ich dachte mir so, ja, die merkt ja eh nur, wenn sie da rumsitzt. Habe ich mir jetzt irgendwas versaut damit? Wenn ja, scheiße gelaufen, ne? Ach, Wölfe, hi. Ich wollte sagen, da steht da irgendwas rum. So, wieder leichte Rüstung verbessert, sehr gut. Und, boom. Weg damit. Durchsuchen Banditenwolf, sogar heißen die, richtig. Die waren vom Türsteher hier. Der wurde umgenietet. Dann lesen wir uns gleich mal die kurze Notiz durch. Und dann würde ich sagen, war es schon sogar eigentlich. Dann würde ich sagen, machen wir hier Pause, lesen uns nochmal kurz den Brief durch und dann gehen wir in der nächsten Folge wieder zurück zur Drachenfeste. Kurze Notiz. Adriel, ihr müsst für mich losgehen und vor dem nächsten Turnier die fehlenden Arena-Wölfe finden. Wir haben bei den letzten Kämpfen zu viele verloren und können so viele neue nicht mehr rechtzeitig trainieren. Findet sie und bringt sie schnellstmöglich zur Felsrinnenhöhle. Interessant, wo ist denn die Felsrinnenhöhle? Naja, gut, ich werde mich später mal drum kümmern. Mal gucken und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal schon wahrscheinlich vielleicht in Drachenfeste. Mal schauen, ob wir von hier beginnen oder bei der Drachenfeste direkt. Wir sehen uns dann, bis dann, ciao!